So sieht das Ganze doch richtig gut aus. Frühmorgens, 9:30 Uhr, andere essen Knoppers, wir filmen schon. Richtig. Und Oder es waren wird, es 10:30 Uhr? naja, 10:30 Uhr ist 10:30 Uhr, Knopperszeit, aber shit. wie immer auf der Messe, bei uns gibt es immer Möglichkeiten zu essen und zu trinken, das muss einfach sein. Steven, Camp Tobi. Nation, komm her. Wir kennen uns schon einige Zeit, haben wir nie gefilmt Nein. und du bist ein Profi. Ich sehe immer deine Videos, du weißt, ich like das. Oh, danke schön. Social Media Content Creator, du machst sehr, sehr viel. Ja. Korrekt. Schön. Immer in der Vanlife-Szene, immer in der Camping-Szene, für Camp Nation, für Camp Republic, für Vans and Friends und Ja. jetzt auch für den Algovia. Bin schon lange dabei, gell, das Thema. Ja. Krass. Ich glaube, mein erstes Auto habe ich 95 ausgebaut, einen alten L300 mit dem Orgelbauer zusammen. Da gab es sowas wie Vanlife noch gar nicht. Da Nee, hieß gar das noch nicht. Campen. Ja. Ja. Aber es Ich ist bin eine schöne ja Entwicklung. Gott sei Dank von euch aufgenommen worden. Auch wenn ich immer Joghurtbecher ist gleich Joghurtbecher treffen, Ende Mai gleich Werbung einbauen. Fahre, aber das ist echt schön, dass man euch alle kennengelernt hat über die Jahre und dass man das miteinander macht, weil wir alle Camper sind, egal was du fährst. Das ist ein Ich Wanderzirkus und sag das das gehört ganz dazu, oft, ja. genau. Wir sind einfach alle gerne draußen und da ist es Ja. egal mit welchem Fahrzeug. Und auch miteinander drinnen. Genau. Wie man sieht hier im Vans in Friends in der Area, sage ich jetzt mal. Camp Free heißt es in Camp München. Free, Camp Camp Free, Free, passend zur genau. Free in München. Wir haben es draußen auch richtig schönes Wetter Ja. erwischt, gell? Fast frühlingshaft. Schön Richtig, begrüßt richtig worden schön. von München, das muss man sagen. Ja. Besser hätte es München nicht machen können. Stimmt, wir haben einen schönen Wohnmobilstellplatz, Ja. aber abends sind wir eh zu müde, um noch groß zu feiern. Schon was Irgendwann wird los. man auch müde von der ganzen Messereiserei. Das schlaucht schon, ne? Wir werden ja auch nicht jünger. Nee. Du eher schon. Ich habe immer das Gefühl, du siehst jedes Mal besser aus, wenn wir uns Alter sehen. Aber Falter, alter Falter. Es reicht. Hier blend mal aus, beziehungsweise gehen wir über zum Thema. Der alte Lüger. Ich verstecke mich hinter der Kamera, du. Ja, willkommen. Schluss. Ja. Was hast denn da Schönes? Ich sehe den auf den Messen und habe schon lange vor, den zu filmen, weil er wirklich, wirklich cool Ja. aussieht. Ich mag Ja. die Beschriftung, ich mag das auch vom Interieur. Ja. Wir machen auch gleich auf. Ich wollte den nur einmal komplett von außen zeigen. Ja. Der Vanbuilder Award 2022. Korrekt. Das ist ein Konzeptfahrzeug, was mit Allgäu Camper zusammen, mit Vans and Friends, mit Camp Republic und unseren ganzen Partnern zusammen entstanden ist. Aus diesem Fahrzeug ist dann auch ein Serienfahrzeug geworden, was den Namen Algovia trägt. Die Manufaktur ist der Allgäu Camper. Wir machen zusammen mit Allgäu Camper den Vertrieb, pushen das Auto ein bisschen und präsentieren es entsprechend. Ja. Ich glaube, da ist ein ziemlicher Schmiss gelungen, das muss man sagen. Wir Ja. setzen uns mit dem Auto, außen kann man ja immer viel machen, man setzt uns aber mit dem Auto ziemlich ab von dem, was so in der Stange Ja, passiert im ja. Moment. Also Auch da. bei anderen Manufakturen, ganz klar. Aber man will Korrekt. ja immer seine Kriterien haben, Genau. seine USPs. USPs, genau. Also nach außen kann man natürlich Fahrzeuge gestalten, wie man es möchte. Da gibt es ja gute Verlierer. In dem Fall haben wir mit Creavans zusammengearbeitet, die wirklich einen ganz, ganz wunderbaren Job gemacht haben. Genauso wie alle anderen Partner auch. Und so haben wir jetzt hier im Zuge von Vans and Friends die Möglichkeit, dieses Auto auch entsprechend zu präsentieren. Das Besondere an dem Fahrzeug ist, was ich immer wieder sehr bemerkenswert finde, ist gut, jetzt haben wir die Opel Movado Basis, geht natürlich alles, was PSA-Serie geht, funktioniert, aber was bei dem Auto sehr besonders ist, dass wir eine extrem hohe Zuladung haben im Basisfahrzeug. Jetzt haben wir hier natürlich alles dran, was geht, hinten großen Heckträger, vorne die schweren Reifen, vorne noch den Bullenfänger und so weiter. Das Aufstelldach, Markise nimmt natürlich Gewicht, aber bei einer Basisversion haben wir hier annähernd 800 Kilo Zuladung, weil der Möbelbau extrem leicht ist. Aufs Leergewicht gerechnet. Ja. War geil. Ne, also da passt noch richtig was rein. Klar, jetzt machst du ein Dach, eine Markise, du machst hinten den schweren Heckträger dran, du hast die dicken Reifen, du hast eben vorne die Leitbar und den Bullenfänger. Dann bleiben uns am Ende knapp 500, 600 Kilo Zuladung. Kann man Und leben damit. das schaffen wir halt mit dem Ja. Möbelbau. Wir arbeiten hier mit Sven Bauhaus zusammen vom Plattenladen. Der hat uns mit Queenply-Platten versorgt. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, ultraleichtes Holzmaterial, was extrem stabil wird durch diese HPL-Beschichtung. Das heißt, in dem Auto können wir bis zu 50 verschiedene Farben anbieten. Wer will, kriegt sogar echten Beton. Also millimeterdünnen Betonfurnier aufgetragen. Das ist so was 800 Mägliches. Jahre alte Mooreiche, all das können wir machen. Also da sind wir, es ist kein Ja. Individualausbau, das Konzept immer das Ja. gleiche, immer auf PSA. Aber was die Farben angeht, sind wir, glaube ich, unendliche Der Möglichkeiten. Plattenladen hat sich richtig etabliert. Die machen das Komplett, echt ja. gut. Der Sven Bauhaus und sein Team, Ja. schöne Grüße dahin.
Richtig schön gemacht. Und ja, hier fällt dir auch schon einiges auf. Wahrscheinlich ist die Zuladung so hoch, weil die Möbel alle schwiegen. Genau, die Möbel schwiegen, die fliegen, wir sparen uns ja hier unten noch ganz viel Holzmaterial. Aber das macht es so luftig. Aber das ist tatsächlich immer das Erste, was die Leute sehen. Abgesehen von der Farbe, die hier sehr poppt. Wir haben natürlich auch dezente Farben, das knallt dann nicht so. Ich war am Anfang ein bisschen besorgt, als ich gehört habe, der wird gelb. Aber es ist so eine schöne, warme, angenehme Farbe, die mir nicht auf den Keks geht. So ein Sonnenblumen, gelb-orange. Genau. Komplett, komplett. Also eine ganz positive Ausstrahlung, die immer gute Laune macht. Das aber sagt da nicht einer, geht ja ein bisschen Stauraum verloren, wenn du die Küchenarbeitshöhe einhalten willst? Überhaupt nicht. Ich denke auch nicht, gell? Also ich gebe dir jetzt mal zwei Gründe, warum das cool ist. Der erste Grund ist natürlich, du kannst Schuhe drunter ziehen, du kannst ein bisschen Kleinkram drunter packen. Was ich aber viel wichtiger finde, wenn du in der Küche stehst, kannst du halt beim Arbeiten, ich zeige es jetzt von der Seite, ein bisschen extrem, du gehst halt mit den Füßen drunter. Mhm. Ne? Also du kannst vernünftig an der Arbeitsplatte arbeiten. Vor allem bei meinen 50ern ist das wichtig. Ich wollte gerade sagen, mein kleinen Latschen mit 42 fällt es nicht so auf. Wir kommen ja auf der anderen Seite wieder raus. Ja, Marc, gut, das ist jetzt auch keine neue Erfindung. Nee, hier noch ein Seitentisch. Was ganz, ganz toll ist an diesem Küchenblock, der jetzt relativ klein wirkt, ist, alle bauen im Moment hier vorne den Kühlschrank rein. Mhm. Ist praktisch, wenn man sich mal von außen Bier holen will, verstehe ich. Aber jetzt im Ernst, wie viel Bier hole ich mir am Tag, dass ich nicht mal den Schritt reinmachen kann? Und wenn du jetzt mal guckst, was wir hier für gigantische Schubladen haben, dadurch, dass wir uns das sparen. Ja. Wir sind zu viert mit Hund unterwegs. Hier passen alle Töpfe, alle Teller, alles, was wir an Geschirr brauchen, passt in eine einzige Schublade. Und wir haben jetzt hier einfach noch ein paar über. Gut, das ist jetzt gerade mit Messematerial voll. Ja, klar, normal. Ne? Auch hier Eigenentwicklung. Wir wissen ja auch, was schnell kaputt geht bei Fahrzeugen, weil wir auch von anderen Herstellern Fahrzeuge reparieren. Also, wenn man Dinge findet. Ach so, genau, wo haben Sie noch ins Detail? Das ist mit einem 3D-Drucker gemacht. Da sind nur Federn drunter, die sind eigentlich unkaputtbar. Wie geil ist das denn? Verriegelt. Fällt nicht auf, ja, zieht sich alleine ein. Jetzt wird das eine runde Sache für mich, jetzt gerade, wenn du das erklärst. Genau. Und ihr seht, jetzt haben wir hier natürlich alles, was geht. Das ist ein Showcar für die Messe. Alles, was geht, ist hier reingebaut. Das Revotion-System, das heißt, ich kann die komplette Bordelektrik kann ich übers Handy steuern. Auch einen schönen Gruß an die Jungs, kenne ich gut. Ja, mega, mega Truppe, super innovativ. Die haben innerhalb von kürzester Zeit richtig geilen Scheiß auf die Beine gestellt. Ja. Man muss es mögen, mit der Handy-App sein Auto zu steuern. Es gibt aber immer noch die Alternative. Cool. Ja, ich finde das super gut. Hast aber auch immer noch die Alternative, hier alles übers Touchpanel hier vorne und hinten auch zu bedienen. Ja. Ja, also ist, da haben sie was richtig Tolles gemacht. Auch diese schöne Haptik halt. Genau, und dadurch, dass wir, jetzt habe ich ja eben erzählt, dass wir so viel Zuladung haben, da kann man natürlich auch mal ein bisschen angeben. Schaut euch mal die Dicke der Arbeitsplatte an. Ja, massiv. Massive Eiche, das ist jetzt nicht vom Sven, also kein Queenply. Aber dadurch, dass wir so viel Zuladung haben, können wir natürlich auch mal mit einem ordentlichen gusseisernen Hahn arbeiten, mit einem schweren, tiefen Becken. Da macht's Kochen dann einfach auch Spaß. Ich habe ja mal zur Abwehr einen Baseballschläger im Wagen. Ja. Und falls mal, weißt das ja nie. Ja, du bist ja viel unterwegs. Menschen gibt's immer mehr. Da hast du ja hier das Brettchen als Meinung. Das kann, das ist wirklich oder ein Schutzschild, schutzsichere Weste kannst du draus machen, auf jeden Fall. Natürlich sind so Sachen wie jetzt hier diese Sitzbezüge, das ist eine Sonderanfertigung, die hat ein Sattler im Allgäu gemacht. Das ist Zubehör, das ist ein Filz, genau. Geil. Das Schöne ist an den italienischen Sitzbänken, man kann die nicht nur vorne ausziehen, sondern auch zur Seite. Das heißt auch mal für Erwachsene, für längere Strecken. Isofix sehe ich gerade. Richtig, Isofix ist ganz, ganz wichtig. Das sind ja Fahrzeuge, wo man auch gut zu viert mit Familie unterwegs ist. Und das ist tatsächlich immer das, was die Leute fragen. Jetzt sind wir ja auch wieder ein paar Tage hier auf der Messe. Ist super, wir können die Sitze verstellen. Unsere Kinder werden größer, solange sie noch klein sind, im Kindersitz sitzen. Ja, das ist zu easy. Aber wenn die dann mal größer werden, wird es einfach problematisch. So kannst du reisen, das andere ist fahren, immer schnell um die Ecke, das geht. Aber Reisen geht bei mir über 20 Kilometer los. Ja, das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Ne? Das muss man übrigens, nichts vergesse sonst, ich kenne mich wegen Alter und so. Ja. Das ist extrem groß, die Dachluke. Genau. Ich sehe immer ein Drittel davon gefühlt und da habe ich echt immer irgendwie darauf zu kommen und durchzuhangeln und das ist doch riesig, oder? Das ist ein Riesenausschnitt. Das hängt immer ein bisschen vom Dach ab. In dem Fall ist es jetzt ein SCA-Aufstelldach, mit dem haben wir hier für das Showcar zusammengearbeitet. Alternativ arbeitet Algovia auch mit Sky-Up-Dächern. Das ist eine italienische Marke, die auch hervorragende Dächer bauen. Wir sind auch großer Fan von SCA und von Sky, aber es kommt immer so ein bisschen auf den Kunden an, was er für Wünsche hat.
Und dementsprechend hat der Kunde dann auch die Wahl, um zu überlegen, welchen Dachtyp er sich nimmt. Aber hier ist es einfach toll, weil wir jetzt aussuchen können, stelle ich die Leiter so an oder stelle ich sie so genau. an. Ne, manchmal muss man halt hoch und mit dem Popo nach hinten, kannst aber auch seitlich und dich zur Seite drehen. Das ist, glaube ich, auch immer nach Pegelstand und körperlicher Verfassung. Klar. Du hast ja auch Hochwasserpegel. Ja, ganz genau. Ganz genau. Natürlich, wenn das Wasser hier hoch steht, dann muss man ja auch schnell flüchten können. Darum sind ja die Möbel auch ein bisschen höher. Das ist der Nebeneffekt, dass es nicht im Wasser steht. Genau, natürlich. Das ist Hochwasser erprobt. Ich komme ja aus der Eifel, vielleicht habt ihr das gehört. Da hat man öfter mal einen Pegelstand. Ach nee, sag bloß. Was auch schön, das ist schön ist, dort. Du, ja, das ist wirklich schön. Du sitzt da gerade so toll. Viele denken, es ist ein 6,40 Meter Basisfahrzeug. Nee, wir bauen nicht, auf einen 6 Meter, immer auf einen 6 Meter. Klar gibt es Ideen für ein 6,40er und ein 5,40er Konzept. Aber dadurch, dass wir den Kühlschrank hier hingepackt haben, wandert natürlich die Toilette bzw. das Badezimmer ein Stück nach hinten und der Raum wirkt hier größer. Jetzt hier noch einen Anschluss für eine Kaffeemaschine. Ja, ich wollte gerade sagen. Wer es mag, genau, kann sich hier seinen Vollautomaten hinstellen oder. Ich nutze es zum Schnibbeln immer so als Ablage. Ja. Ne? Man kocht, man schneidet was, stellt es hier ab, damit man einfach die Arbeitsfläche wieder frei hat. Check. Genau. Schöner Kompressor, ein großer in der Höhe, die echt vertretbar ist. Weil ich hasse es, diese unten rein Friemelei, deswegen mache ich ja auch die teilweise nicht. Das sind dann so kleine Dinger. Ich will einen großen Kühlschrank. Genau, der ist groß, man kann das Eisfach auch rausnehmen. Das heißt, man könnte den noch erweitern, wenn man das Eisfach nicht braucht. Nicht jeder braucht Eiswürfel unterwegs. Okay. Ist super gut, hat auch eine Boost-Taste. Also wir haben hier auch auf der Messe abends immer das schöne kalte Bier. Ne? Jetzt kommt eine Raffinesse, das ist natürlich optional. Wir haben von einem Schlosser eine Duschtasse verbaut. Die ist, wie gesagt, optional, wenn man sie denn möchte, wenn man im Fahrzeug duschen möchte. Die wenigsten wollen es, wir bieten es mit an. Man hat jetzt die Möglichkeit, im Fahrzeug zu duschen. Und zwar, indem man... Nicht in der Tasse. Nicht in der Tasse. Liebe Nicht-Camper, wenn ihr dieses Video seht, ist es keine Tasse, in der ihr duschen müsst. Ihr könnt nur, das Ding heißt so. Das Ding heißt tatsächlich Duschtasse. Jetzt wird es ein bisschen tricky, gucken, ob du das filmen kannst. Hier gehört, und das haben wir für die Messe weggelassen, für die Messe, hier gehört ein Duschvorhang natürlich rein. Das ist aber das Erste, was in der Messe immer abgerissen wird. Klar. Jetzt verschwinde ich gleich mal, indem ich die Tür, das ist eine Schwenktür, einfach einmal rüberschieße. Du kannst da gleich mal reinkommen und dir das selber angucken. Ich höre dich noch, ob ich sehe dich nicht. Wo bist du? Wir tauschen einfach gleich mal die Plätze. Ich David Copperfield. Komm, wir tauschen mal, dann kannst du es dir mal angucken. Und du willst filmen, oder was? Ja, komm, ich halt mal drauf. Wenigstens mal ein Profi am Gimbal heute. Die werden sich alle denken, doch, weil du kannst es. Ich bin ja noch der Labersack. Ja, du bist natürlich, du bist natürlich einfach ein bisschen normal. Aber ich mache für euch mal den Hängebauch, Tobi. Aber das geht trotzdem. Ich habe schon gelebt in solchen Fahrzeugen mit der Höhe. Ich bin zu groß, nicht das Fahrzeug ist zu klein. Ja, das ist, man muss generell, das muss man den Kunden auch immer den Zahn ziehen. Ich glaube, so ab 1,98 Meter ist die PSA-Serie relativ ungünstig für große Fahrer. Muss man einfach sagen, das liegt, ich schwenk mal, das liegt hier an den Fenstern. Ja. Also große Fahrer, den würde ich dann eher zum Transit empfehlen, zum Crafter empfehlen, zum Sprinter empfehlen. Das sind einfach Autos, die für große Menschen gut sind. Ja, ist so. Ansonsten wichtig ist für mich immer, dass ich an die Füße komme zum Waschen. Das sage ich den Leuten auch immer. Ja, ich sehe es ja immer auf der Messe, wenn sie sich einmal drehen und sagen, und? Habt ihr euch jetzt gewaschen? Nee, dann musst du teilweise rausgehen, dich draußen waschen, irgendwo festhalten, dann kannst du wieder duschen gehen. Was für ein Blödsinn. Das geht hier problemlos für normal gewachsene Menschen. Wenn es jetzt bei deiner Körpergröße schön ist, und dafür müsstest du die Kamera vielleicht doch mal mit reinnehmen, damit du den Herrschaften die Toilette, die Trockentrenntoilette von Trilino zeigen kannst. Ich schwenk da mal durch. Geht das noch? Ja, das geht locker. So, wenn du dich jetzt auf die Toilette setzt. Das ging sogar noch in einer stärkeren Ausführung. Ne? Jetzt hast du halt eine enorme Beinfreiheit für große Leute, wenn du da sitzt. Ne? Weil du die Duschtasse quasi nimmst, um die Beine zu erweitern. Ja. Das ist riesig hier. Das ist toll gemacht, auch mit dem Regal gegenüber. Kann ich mich da draufsetzen? Ja, natürlich. Ich bin noch nie auf einer Trilena gesessen. Ich hoffe doch, dass du dich draufsetzen kannst. Und dann kannst du dann mal gucken, wer da ist. Ja, das Schöne ist, dass man jetzt gerade, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, die Möglichkeit hat, auch mal den Schlafraum mit zwei Türen vom Gastraum vorne zu trennen. Ich bin jetzt Frühaufsteher. Mach mir morgens meinen Kaffee. Hinten kann man weiter schlafen, ohne dass man irgendjemanden weckt. Okay. Wir haben auch ganz bewusst, du hast noch gar nicht gefragt, aber ganz bewusst auch aufs Waschbecken im Badezimmer verzichtet. Einfach, stimmt, um Gewicht zu sparen. Warum auch? Wir haben ja hier draußen. Ja, ich bin auch kein. Ich habe das Badwaschbecken, glaube ich, einmal benutzt zum Putzen. Komm, ich lass dich mal wieder. Ich befreie dich mal wieder. Oh, das ist ja ein bisschen wie bei der Enterprise, ne?
so der Beamy, das Beamy abfällt. Ja, hätten wir es vorher nachher machen können. Hallo Lukas! Hallo Lukas, die Camping-App. Camping-App ist da. Ein Teil der Camping-App. Ich weiß. Wir holen den Rest nachher. Sorry, danke. Hast du alle mitgebracht? Nee, nicht alle. Okay. Wir holen noch welche. Ja, ich danke dir. Bei mir ist ja authentisch, ist gar kein Problem. Wir haben ja keine Geheimnisse zu, aber rausschneiden tue ich es auch nicht. Nee. Ihr solltet ein bisschen teilhaben an unserem Leben. Ja, das ist so, man muss sich untereinander organisieren. Es ist so eine Messe, da ist man auch viel auf die Kollegen angewiesen, dass man sich gegenseitig hilft. Hast du dieses Kabel und authentisch ist. Genau. Nicht perfekt oder so, da haut sich auch mal lange einen Kopf an im kleineren Fahrzeug. Aber ich hatte das, ich habe in so einem Forsterkasten mal 3 Monate gelebt im Sommer. Dann weißt du, das ist schon anstrengend. Ja, das ist definitiv anstrengend. Aber bis 1,85 Meter total unproblematisch. Ich zeige euch noch eine Kleinigkeit. Das sind nur so Kleinigkeiten, die wir aus der jahrelangen Camping-Erfahrung haben, dass bei Stangenfahrzeugen, das wirst du vielleicht bestätigen, das Erste, was kaputt geht, ist der Kunststoffwasserhahn. Die werden nach ein paar Monaten einfach immer ausgetauscht. Das nächste, was kaputt geht, sind diese Kunststofftürgriffe. Die gehen einfach immer kaputt. Gerade auf Messen sowieso. Jetzt waren wir da einfach ganz pragmatisch und sagen, was wir schmeißen alles raus, was schnell kaputt geht, und haben das einfach hier mit diesen kleinen Riegeln gelöst. Ja. Das funktioniert, das ist funktional. Vor allem, wenn man sich jetzt als größerer Mensch in so einem Raum bewegt, bleibt man auch mal nicht beim Anziehen und Umziehen irgendwo an so einem Türgriff hängen. Du sagst es. Ich habe da schon schlimme blaue Flecken gehabt bei solchen Fahrzeugen. Ja, richtig. Genau. Darum habe ich meinen Helm immer auf, wegen Anhauen und so. Und du bist auch so ein Kippeträger. Ja, komplett. Immer die Kippeträger. Die Haare werden langsam dünn. Ja, das kommt dazu. Was ich auch schön finde, dass es sich auflockert. Es wirkt freundlich, das wirkt hell in den Fahrzeugen, nicht einfach eine Wand. Genau, wir haben auf der Webseite ein paar Fotos von dem ersten Kundenfahrzeug. Da ist das Dekor in Rot gewählt und diese Seitenelemente, die jetzt hier im Anthrazit sind, sind da schwarz. Mhm. Ein bisschen kräftigere Farben, die schreien noch ein bisschen mehr, aber auch trotz allem sehr, sehr ruhig. Also die Gesamtkonzepte sind sehr, sehr ruhig. Es ist sehr aufgeräumt, es ist sehr clean. Ich mag das ja. Man reist in Urlaub, um sich vom Alltag zu entspannen, und man will nicht immer so auf wuschelige Ecken gucken. Gar nicht. Und hier hat man durch die Schränke, klar, das ist Standard, wir haben große Schränke hier hinten, man hat einfach die Möglichkeit, dieses Auto relativ sauber zu halten, weil nirgendwo Zeug rumliegt. Ich komme da von hinten mal mit der Kamera durch die Türen rein, oder? Willst du da bleiben? Ja, ich glaube, mal runter sieht man das auch nochmal schön. Wir können ja dann später nochmal aufs Heck hingehen, weil wenn schon rumtour, da lümmelt doch schon wieder ein Lümmel. Da ein Lümmel. Lümmel, Lümmel, da sind wir auch beim nächsten Kollegen, die uns hier bei dem Fahrzeug geholfen haben. Das ist Optima Schlafsysteme, du wirst sie auch kennen. Jo. Das sind Matratzen, die ich mir eigentlich für zu Hause wünsche. Das muss man einfach sagen, die sind unfassbar bequem, das sind tolle Matratzen. Klar, bei der Fahrzeuglänge sind wir ein klassischer Querschläfer. Ne? Das geht bei der Fahrzeuglänge nicht anders, das muss man halt wissen. Wie groß bist du jetzt? Ich bin 1,79 Meter. Dass die Leute mal sehen, ja. Und wir haben hier, ich sag mal, für bis 1,95 geht das noch. Ne? Also ich habe hier oben noch so ein Stück Platz. Da passen schon noch größere Leute ran. Verhältnis haben. Genau. Und nicht wir, sondern... Ja, bei dir wird es schon wieder ein bisschen problematischer. Ich meinte im Verhältnis, dass wir im Verhältnis haben. Sehen. Nicht wir, sondern im Verhältnis. Worauf wir auch ganz bewusst verzichtet haben, ist zum Beispiel hier noch ein Fenster hinzumachen. Weil du drückst dir das mit den Kissen immer ein. Jetzt haben wir vorne im Aufstelldach ist ein Max-Fan verbaut, also ein aktiver Lüfter. Ja. Hier oben nur ein ganz kleines Heki, also ein ganz kleines Dach. Zirkulieren. Genau, man kann Luft ziehen oder drücken. Ja. Das reicht auch in warmen Nächten einfach, um hier ein bisschen entspanntes Klima reinzubringen. Schön gemacht. Hier zieht sich das auch wieder durch. Das ist halt was Nachhaltiges auch, gell? Genau, das ist ein Textilfaserplatten sind das. Die sind aus recycelten Textilresten. Kennt man in der Fahrzeugindustrie eigentlich als Dämmmaterial. Ja. Ne, bei großen normalen Fahrzeugherstellern, die haben immer unter den Kunststoffverkleidungen haben die so Textilplatten. Wie isoliert er hier bei dem Fahrzeug? Standard mit Venue bzw. mit Armaflex. Mhm. 19 mm da, wo es geht. Da, wo es nicht geht, sind es 9 mm ungefähr. Ja, okay. Also der ist voll isoliert, der ist dementsprechend auch wintertauglich. Ja. Man müsste halt, wenn man da wirklich mal denkt, man müsste bei minus 30 Grad nach Finnland, dann sollte man den Abwassertank beheizen. Das ist überhaupt kein Problem, das nachzurüsten. Ansonsten ist der Abwassertank hier unten drin und die Heckgarage wird mitbeheizt durch die Standheizung Truma 4D, also warmes Wasser
und warme Luft. Ich habe gerade Bekannte, lustigerweise sind die mit dem Kasten, gestern haben sie mich angewhatsappt bei 26 Grad ja. minus, dort unterwegs wurde, ja, ja. sagt das. Und dann stieg vorgestern Nacht, nach 2 Jahren, die Webasto aus. Und die haben mir ein Foto geschickt von dem Glühstift, nach 5800 Betriebsstunden, Scheiße. Ausgelesen. Ja. Wahnsinn. Hast du schon mal gesehen? Ja, ja. Also ich weiß, wie diese Dinge aussehen. Ich muss es mal posten, das ist krass. Es gibt, also ja, es aber Ausbrennen hilft da schon, um es ein bisschen zu verlängern, du, oder? Ich habe immer, also bei meiner Standheizung wird es automatisch angezeigt. Alle 6 Wochen sagt die bitte mal 30 Minuten Vollgas geben. Ja. Ich habe das aber vorher auch so immer gemacht und das ist ein Riesentipp. Egal, ob man eine Planar, Webasco, was auch immer hat. Verlängerst du Lebenszeit immer ein Drittel. Auch im Sommer bitte immer regelmäßig die Heizung einmal Volldampf anschmeißen. Da reichen 30 Minuten und das... Weil kostet schon ein paar Euro, oder? Mit 700 Scheine gezahlt. Ja, es fängt bei 800 an und hört bei 3,5 auf, je nachdem, was für ein System man verbraucht. Und dann stehst du nämlich bei 26 Grad minus in Finnland. Die hat Gott sei Dank das Glück, in total verlassener Gegend, um die Ecke ein Webasto hinter zu haben. Die sind dort ziemlich gut vertreten und die haben das dann sofort am nächsten Tag gerichtet. Super. Aber da steigst du schnell aus dem Bett und lässt den Motor an. Ja, ich habe Freunde, ganz liebe Grüße, jetzt mache ich mal Werbung, niemals ohne Norden. Die sind regelmäßig, wie der Name sagt, im Norden unterwegs. Die waren letztes Jahr in Finnland bei minus 30 Grad. Also jetzt müssen wir wegen der Musik ein bisschen aufpassen. Ne? Warte kurz, Markus! Markus, kannst du uns die Mucke ein paar Prozent runterstellen? Nur ganz kurz. Danke, wir sind gleich durch. Zwickst du her, Herrn Frau Gema, weißt du schon? Ja, diese YouTuber immer. Dankeschön. Wenn es im Fan startet, gleich um 10 müssen wir eh durch. Sein. Geht eh schon, wir sind ja fast durch. Entschuldige, jetzt was wollte ich noch nicht, um die Kurve zu kriegen? Tabea und Alex, die sind jedes Jahr in Nordeuropa unterwegs, Island und so weiter. Die hatten jetzt minus 26 Grad in Finnland, eine 2-kW-Heizung in ihrer Absetzkabine und die hatten trotz Heizung Frost unter ihrem Bett. Also du kannst ein Auto gar nicht so heizen, dass du es da tippitoppi immer hast. Klappt gar nicht. Da muss man Bock drauf haben. Ne? Absolut. Komm, ich zeige euch noch eine Kleinigkeit. Ja, Manu, kommst du nach hinten? Ja, natürlich komme ich nach hinten. Ich suche jetzt gerade noch mal sogar das Glühstiftfoto, weil das hochinteressant ist. Ich halte euch das jetzt einfach in die Kamera, weil wir darüber gesprochen haben. Und da gibt es auch keine Personalien, die sind sehr YouTube-affin. Und da steht es nachvollziehbar noch mal. So sieht es aus, dass ihr das wirklich gesehen habt. Wow. Ja, ja. Krass, oder? Aus der Werkstatt quasi Live-Bericht für euch aus Finnland. Da siehst du mal. Nach München. Also ich sag mal, viele Sachen sind jetzt hier im Heck noch Standard. Ne? Wir haben natürlich auch warmes und kaltes Wasser in der Außendusche. Die finde ich auch wesentlich sinnvoller als eine Dusche innen. Ja. Was hier noch besonders ist, diese knapp 3 Liter Gasflaschen. Ne? Wir haben ja die kleinen Gasflaschen, weil wir das Gas nur zum Kochen brauchen. Das heißt, es spart wieder ungemein Gewicht. Ja. Luftausströmer und Schwerlastauszüge obligatorisch. Ist Zubehör. Jetzt nur eine Kleinigkeit, ist jetzt auch nicht mal das Allerneueste, haben die Leute wahrscheinlich auch schon viel draußen gesehen. Sind jetzt von Desert sogenannte Heckträgersysteme, die modular aufzubauen sind. Kleiner Schrank, großer Schrank, Snowboardhalterung, Fahrradhalterung. Genau, die bringen natürlich Gewicht drauf. Also so wie das Auto jetzt hier steht, haben wir noch 500 Kilo Zuladung, aber das ist auch Volldampf hier. Ne? Sag mal, die Leute fragen ja immer, was kostet das? Wo liegt der so, wie er jetzt da steht? Na komm, wir kommen mal rum, dann lass mal das Auto noch mal wirken. Das muss man natürlich immer mal noch mit sagen. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt haben wir ja hier einen Opel, wie du schon bemerkt hast. Ja. Wenn wir jetzt hier auf Fiat Ducato Basis wären mit 180 PS und Automatikgetriebe, die volle Hütte, dann sind wir schon bei knapp 120.000 tatsächlich. Ja. Also alleine das Holz, nur das unverarbeitete Holz sind wir schon bei 5.000 Euro nur fürs Holzmaterial, hochwertige italienische schon Sitze. Schon Premium hier. Ich sag mal, vernünftig konfiguriert fängt es bei knapp über 80 an. Ja. Ne? Da kommt immer aufs Basisfahrzeug an, ob ich diesen ganzen Kram wie die AT-Bereifung und so weiter brauche. Ich sag mal, so ab 80.000 Euro, zwischen 80 und 90 kriegt man ein solides, tolles Fahrzeug. Mhm. Und das ist auch das, was ich den Kunden sage. Macht doch erstmal low, holt euch erstmal das Basisfahrzeug. Immer wenn Geld oder Bedarf da kannst ist. Kannst du immer updaten. Genau. So das macht auch Spaß, immer dem guten Freund oder Freundin was zu spendieren. Oder so, genau. Die Frau kriegt die Schuhe und der Mann die Reifen, obwohl es mittlerweile auch anders ist. Das hat sich komplett geändert und das finde ich auch gut, dass sich das geändert hat. Viele Frauen, die kommen und sagen, nee, das muss schick aussehen. Mehr Licht, mehr Reifen, mehr das. Absolut. Das ist schon, also, ich glaube, das ist schon 50-50, das Verhältnis. Genau, die Zeiten ändern sich auch und das finde ich auch gut. Ne, die Frauen fahren auch die großen Autos. Ich finde das, ne, dann ist der Mann mal müde, man muss sich abwechseln, keine Scheu davor, große Autos zu fahren. Und für uns ist ein Camper auch das Alltagsfahrzeug. Wir haben nur 2 Fahrzeuge, einen Camper, einen Familienwagen und ich fahre mit
ja im Auto überall hin. Schule, die Kinder in die Schule, ich fahre zur Arbeit, zum Arzt, nur ins Parkhaus halt nicht, aber... Ja, wenn dann mit Schwung, ja, weil sonst genau. Geht's ja nicht anders. Einmal mit Schwung. Bleibst ja stecken rein. Sonst. Genau, so sieht's aus. Das war mir eine Freude. Tobi, danke. Weil ich liebe es, mit Profis zu arbeiten. Dankeschön. Ja, ist also echt schön. Es ist halt geschmeidig. Du weißt das selber aus Erfahrung, manche Leute mussten ziehen wie mit der Liane durch den Urwald und die kommen klar. Da nicht aus dem Puschen. Das ist doch immer ein netter Plausch zwischen uns. Einfach mal einen Plausch machen, ne? Genau. Kein großes Trara. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach unter das Video knallen. Der Raik von Allgäu Camper und wir lesen mit. Ich schreibe unten auch die beiden Domains rein, wo ihr uns erreicht. Steven erreicht und die Kollegen natürlich Camp Nation in Bonn besuchen. Ja. Und da haben wir eine schöne Symbiose, ein tolles Netzwerk. So ist so ein Wort am Schluss, kann man schon mal raushauen. Das pusten wir auch weiter auf, das muss genauso sein. Jetzt gehe ich mal aus dem Bild und lasse das Auto noch mal auf mich wirken. Tobi, vielen, vielen Dank. Bam! Einen schönen Messetag dir. Ich wünsche euch auch was, viel Erfolg und wir sehen uns auf der Free 2024. Da filmen wir uns ja so Free. Oh Gott, es ist Free.